Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Raft mit dem Fonda. Jo, immer noch Chonda, aber es. Oder so. Und den Tobi, der Ja, hier rumhüpft. hi. Das ist der Typ, den man mit der Kamera nicht eingefangen kriegt, weil der so schnell in der Gegend rumhoppelt. Alter, Alter. Gut. Genau, heute mit der geplanten Inseleroberung. Ja. Wir müssen hier übrigens unser Klo. Möchte ich nochmal zeigen hier. Hier, der Deckel ist vom Klo runter. Ich bin vergiftet, oh Gott. Ist ja klar, dass du der Einzige. Oh Gott, jetzt greift er da rein. Oh, ist das ekelhaft. Ich will ja nicht sagen, da hat er übrigens auch dein Pilzomelett drauf gemacht. Oh nein. Oh Gott. Pilzomelett. Sind die kleinen Stücken Pilze? Naja. Auf jeden Fall. Klar, das sind Pilze. Mit der Möglichkeit, weitere Pilze anzubauen, Gott. Ja, ich, keine Ahnung, was wollen wir loslegen oder was wollen wir machen? Ja, was wollen wir trinken? Ich weiß Was Ja, ich wollen wir will noch trinken? 7 Tage trinken. lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Okay, Gerdi sieht gerade so aus, als würde sie direkt aus dem Meer trinken. Direkt aus dem Meer einen Fisch essen. Genau. So, Die sah gerade echt so aus, weil du stehst da und hast mit einmal eine Flasche in der Hand. Dann hast du mit einmal einen Fisch in der Hand. Ja, das Ja. Okay. Ich mal, ich bin bereit. Ich hole weiß mir nicht, ich mal. mache einfach nur meinen Mund auf und dann kommst du schon Ja, genau. reingefallen. Schlaraffenland. Ich Schon hau mir fertig mal. gegrillt. Hau mir mal ein paar Kokosnüsse rein. Bereit. Voll easy. Ich bin bereit. Bin bereit. Bereit. Ich bin bereit. Biokraftstoffraffinerie. Was jetzt? Hä? Bin da. Gerdi? Bereit. Ja? Jordi? Ja? Ja, hier? Ja, gleich. Ich sehe dich da rumhampeln. Ich fülle jetzt Du bloß nimmst. Wasser Nein, du auf. nimmst das gar nicht ernst. Wieso hast du denn. Du musst doch zwei Plastikflaschen haben inzwischen, oder nicht? Hab ich doch. Ich Ja, aber fülle euch warum rennst bloß. du denn die ganze Zeit hin und her? Das ist halt einmal auffüllen, einmal Weil ich abkippen. zweimal Plastikflaschen aufgefüllt habe für den Weg. Ach, Okay? das ist Quatsch. Für den Sicherheit, dass ich mir für Dose. So. Ich schleppe extra einmal eine Plastikflasche und einmal eine Salzwasserflasche mit mir rum. Warum? Du Ich kannst auch. doch gar nicht kochen unterwegs. Ich weiß. Ich möchte nicht darüber reden. Das Heichchen. Ah, geil. Da ist der blöde, langzahnige Blödmann wieder. Wieder. Ich auch. Fällt hier nicht jemand? Ja, ich bin schon unterwegs. Oh, unser Köder fehlt. Ja, der ist aber total, ja, der macht ja gar Ich nichts, glaube, der oder? ist verwirrt. Streng genommen könntest du ihn hier direkt wegsnacken. Das Problem ist, wenn du ihn hier tötest, spawnt er wahrscheinlich draußen wieder. Und das Und willst er du nicht. wieder weggehen, ist Und voller das willst du Troll. nicht. Eigentlich willst du, dass er hier rumdödelt. Weil er da wenigstens die Fresse hält, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Also, das haben wir alles schon gesehen hier. Das haben wir auch alles schon gesehen. Links rum hatten wir, glaube ich, gesehen. Kommt man zum Beehive. Ach ja, aber Beehive, wir haben ja jetzt, schlau wie wir sind, haben wir einen Kescher dabei. Genau. Du. Ich. Weißt du, wieso ich? Da oben. Was aber Leute, Leute. heißt, hier sind Bienen. Bring. Bienen heißt, glaube ich, automatisch auch Bär, weil Bienen und Bär sozusagen quasi fest miteinander verbunden sind. Oh, da ist der Bär. Ein Ja. Super. Ich schaff das schon. Oh, ich habe vier. Oh! Ich habe vier irgendwas gefangen. Ja, ich habe kein Dings.
Die Sperr ist kaputt. Ja! Wir haben es geschafft. Ja! Töten! So, ja. Ich habe bekommen ein Glas. Ein Bee Jar. Aber ein Glas voller Bienen habe ich bekommen. Nur eins? Mhm. Krass, nein, also mit 4 Bienen. Achso. So wie es scheint. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie man. Jetzt muss man mal gucken. Können wir denn sowas überhaupt schon machen? Ja, den müsst ihr erst erforschen. Okay. Doch. Ja, denn finden wir hier noch. Wir brauchen eine Biene anstatt das ganze Bienenglas. Naja, gut, du kannst ja aufteilen. Das ist ja jetzt nicht das Ding. Wirklich? Du hast mehrere Bienengläser oder was? Nein, ein Bienenglas. Also genauso wie bei allen anderen Sachen auch, steht ein Bienenglas und eine Zahl drüber. Ach. Genauso wie bei allen anderen auch. Aber dafür müssten wir erst runter an den Forschungstisch. Das hab ich nicht essen. Nom, 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 nom. Was? Denn forschen, habe ich gesagt. Forschen, ja, am Forschungstisch. Da müssten wir aber dafür erstmal hin. Und er rennt hier jetzt mit seinem Buttertoast durch die Gegend. Warte, da. Da, nein. Da, nein. Da, ja, das ist gut. Und nochmal. Da, ja, und nochmal. Nee, warte, das sieht man nicht so richtig. Nein, hör mal auf, dich zu drehen. Sonst treffe ich deine Genitalien nicht, warte. So. Gut, okay, weiter. Ich lock einfach die Beere mit meinem Pilz um das an. Ja. Genau, kennt ja jeder. Die, da kommt er. Da siehst du. Los, Bärchen. Au, die kennt ja jeder, die Geschichten über Beeren und Pilzomelett. Ich hau da mal mit. Au, was trifft der mich denn jetzt die ganze Zeit? Oh, das finde ich doof. Das Spiel macht keinen Spaß mehr. Ich hör auf. Oh. Kein Spaß. Ah. Friss Scheiße. Entschuldigung. Eat dirt. Waren das alle Pfeile? Oh. Die Pfeile sind weg. Nein. Entschuldigung. Da habe ich nicht dran gedacht. Okay. Ich hätte warten können. Was das hier schön ist? Ja, Henry Stuff. Schon. Keep out. Das ist immer noch mein Stuff. Und halbwegs zählig der Außenborder. Cool. Meinst du? So, wo waren wir längst jetzt? Ich glaube, wir sind hier wir hoch, waren ne? Hoch, ja. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da wieder hin will, ey. Das ist doch voll kacke. Dann verrecke ich wieder. Ich glaube, ich werde jetzt gleich, bevor wir da reingehen, also, werde ich bevor einmal wir da jetzt hingehen. Speichern, was? Ach ja, nee, wir müssen ja. Stimmt. Also ich hätte jetzt gesagt, wenn ich nicht vorhin verreckt wäre, wir müssen da nicht nochmal hin, weil ich soweit ja alles eingesammelt hatte. Aber, so, auf meinen Kopf drauf! Nee, warte mal, hast du, war da denn irgendwas Interessantes, oder? Da war ein Bauplan und war nur Notiz. Aber die hast du schon? Die hatte ich eingesammelt, ja. Nee, dann müssen wir da auch nicht nochmal hin, oder was? Aber ich bin doch gestorben. Ich speichere, also du hast den Bauplan nicht? Ich bin gestorben, ich musste aufgeben und habe alles nochmal neu gemacht. Also du hast den Bauplan nicht. Ich speichere die Welt an dieser Stelle, genau. Da hinten sehe ich auch irgendwie so ein Oh Mann, ey, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich weiß. Ach, was soll los, das? Los, komm hier drauf, auf mich drauf, hier oben. Abkürzung. Ja, das funzt nicht. Warte. Hast du. Konstanz springen. Muss aufstehen? Muss Konstanz versuchen, auf meinen Kopf zu springen. Komm schon, pass auf. Shit. Nee, funktioniert nicht. Shit. Oder versuche, lass mich mal versuchen. Auch nicht, ne? Yes. Versuch mal zu springen. Spring. Oh. Jetzt springt ihr da beide um die Wette. Wie ulkig sieht das aus? Hm. Nee. Also, oh, Hanna, ne, wenn toll. Du dir meine Aufnahme anguckst, du wirst das feiern kriegen. Ne? Wollt ihr bloß. Aber müsst ihr doch vielleicht auch hier rüberkommen? Hier rüber vielleicht? Das hier? Oh, ich gucke mal. Nee, warte mal, komm mal, warte mal ganz kurz. Was ist denn hier? Keine Ahnung. Ja. Error. Nein! Oh. Ich krieg ein Horn, Alter. Ich lahm mich tot. Toll, wir sind umsonst gespannt. Ich komm nicht durch. Was, kommst du nicht durch? Komm ja nicht durch. Wo kommst du nicht durch? Ja.
Wir kommen da nicht durch. Was wurde nicht? Hier. Ja, was hier? Die Barrikade. Ja. So, ja, aber da können wir hier an der Seite längs, oder was? Oder hier? Okay. Geht das irgendwie? Ne, da geht's ziemlich tief nach unten. Bist du drüber? Nee. Okay. Ich hab nur gesagt, dim-dim. Ja. Oh, wow, auch mit hier auf den Kopf springen, komme ich nicht rüber. Ne, hier, warte. Versuch mal, nee, wir müssen ja hier, ich stelle mich hier auf diesen Felsen. Kommst du jetzt rüber? Ja. Ach komm, stell dich mal an. Ja. Der unsichtbare Wand. Ach, ich werde einfach versuchen. Ach so, versuchen. Shit, ey. Wer ist, wenn nur Tobi rüberspringt und wir warten? Ja, ich würde das. Wir gucken ihm einfach mal zu. Das ist quasi so wie Frogger damals auf dem C64. Ding, 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 ding. So, ich bin drüben. Das ist ja drüben. Das Ding ist, hier ist der Radarstation. Ja, Tobi, deswegen. Das habe ich auch gesehen. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, den ganzen Scheiß nochmal zu drehen. Okay, dann würde ich einfach direkt alles looten. Komm, du darfst endlich mal dich alleine looten. Ohne dass wir dazwischen grätschen. Das macht er schon immer so. Ja, ne, stimmt. Da gibt's auch keinen großen Unterschied. Das kennt er gar nicht anders. Das ist aber auch nicht schön. Das haben sich die Macher des Spiels nicht schön ausgedacht. Nein, nein, nein. Mal wie 123 ist Relay Stations aktiv. So, hier hat jemand schon den Schalter gedrückt. Interessant. Oh! Da hat jemand schon den Schalter gedrückt. Oh. Geil, ich sehe hier gerade auf meinem Tab, das läuft gerade. Das also, ist hier World War Z, ist das. Geil. World War Z ist auch so ein geiler Schnetzel-Shooter, ey. Oh, Assassin's Creed Valhalla, wie Bock habe ich darauf denn? Gar kein Ding. Ja, kommt am 31.12. angeblich. Habe ich richtig Bock drauf. Freue ich mich. Aber weißt du, worauf ich noch Bock habe? Na. Auf Cyberpunk. Ja, oh geil, Cyberpunk. Kommt auch demnächst, ne? Mai? Ja, am 17. Am 17. September. Am 17. Wurde September? Wurde doch vergessen. Genau, wurde noch verschoben. Ja, wurde, keine Ahnung, es wurde sowieso alles tausendmal verschoben. So, ich sehe, Futter wird knapp. Da würde ich mir jetzt wünschen, dass es hier eine Funktion gäbe. Lagerfeuer bauen. Ha? Soll ich dir Futter geben? Nee, ich hab keine Ahnung. Nee, das war nicht gemeint. Trinken könnte knapp werden irgendwann. So, jetzt gehe ich ja zu dieser Blockhütte da. Die Blockhütte? Da hat einer seinen Block. Ja, Cyberpunk habe ich auch richtig Bock drauf. Zumal ein Kumpel von mir. Ich hab das nur mal so als Gast mitgespielt, aber damals, als noch Pen and Paper Roleplaying Games in waren, also Stift und Papier. Damit tatsächlich, das heißt nicht Cyber, doch, das ist Cyberpunk. Ein Brunz-Sägeblatt. Doch, das ist Cyberpunk. Brunz-Hammer. Da hatte er das schon gespielt. Also, was ich auch sehr interessant finde, neben Cyberpunk und die ganzen anderen, Minecraft Dungeon, was jetzt im Mai rauskommt, und New World von Amazon Studios. Ja, New World habe ich ja schon vorbestellt. Hinweis. Also das sind so diese drei Titel, worauf ich mich wirklich am meisten freue. Bloß denn jetzt Assassin's Creed Valhalla, was du ja angekündigt hast. Ja. Muss ich auf jeden Fall später nochmal lang. Muss ich haben. Weil hier ist Secret. Wie Secret? Ja, also halt hier Quest sozusagen. Muss jetzt irgendwelche Sachen sammeln. Und die hast du jetzt nicht mitgenommen, oder was? Also, ja, keine Ahnung. Ich finde die nicht. Ja, gut, dann Hinweis auf. So sei es denn. Was hast du denn hier jetzt eigentlich für einen Holzstock? Warum hast du denn keinen richtigen Speer gemacht? Weil wir keine Metallbahnen mehr hatten, glaube ich. Ach so, okay, alles klar. Das, Und deswegen habe ich mir erstmal einen Holzspeer gemacht, damit ich nicht ohne Waffe. Ja. Es sei dir vergönnt. Aber damit habe ich ja vorhin trotzdem den Bär. Den letzten.
nicht gegeben. Ja, nee, das stellt das Ganze natürlich in ein neues Licht. Das heißt, du hast eigentlich gar nichts gemacht. Aber naja, ist alles gut. Wir haben es ja gern für dich gemacht. Schraubenschlüssel soll anscheinend irgendwo bei da draußen bei der Lichtung sein. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Warum steckst du da unten hin? Was soll das? Tobi. Ja, ich glaube. Uns ist langweilig, wir erstechen uns schon gegenseitig. Und das Futter geht uns aus. Ja, nicht. Also ich habe noch einen Lachs dabei. Ja, einen Wels, Entschuldigung. Und ein Pilzomelett. Aber trinken ist bei mir echt knapp, weil ich tatsächlich eine Flasche Salzwasser mitgeschleppt habe. Also ich kann dir gerne noch einen Lachs oder einen Wels abgeben. Nee, Futter habe ich keinen Stress mit, nur trinken könnte schwer werden. Und wenn Herr Tobiason, ich habe noch eine dritte Flasche, habe ich noch. Da ist er. Der Herr mit der wahnsinnig schlau wirkenden Kopflampe. Eine Glühbirne fehlt auch noch. Was hast du? Glühbirne fehlt, Hammer fehlt, Schraubenzieher fehlt, Sägeblatt fehlt. Für was? Ja, für die Quest bestimmt. Diese Quest da. Okay. Ja. Und die finden wir anscheinend irgendwo auf der Welt verstreut. Ja. Schön. Und dann können wir nochmal so. Aber wir müssen in die Richtung, also wir sind aus dieser Richtung hier gekommen. Nur um das mal klarzustellen. Sicher? Ja. Ja. Wir? Hallo? Was rennt ihr denn die ganze Zeit? Alter. Wo bist du? Ja, ich sehe euch. Dann gebt ihr das jetzt halt vor, mein Gott. Ach, meine Glühbirne ist kaputt gegangen. Oh nein. Wo wollen wir denn jetzt lang gehen? Ich fahre mir den Jobsiegel. Ich gehe jetzt einfach. Ich gehe jetzt hier lang, so. Okay. Alter, ist das dunkel. Oh, das erinnert mich total an meine Rover-Wache hier. Oh, das ist ein Schild. Jetzt kommt's. Jetzt geht's richtig ab. Ja, in case of beer sighting, leave area immediately. Yes. Wäre uns nicht aufgefallen. Ne, hätten wir. Machen wir nicht. So, fertig. So, wohin gehen wir? Sonst Wurst. Ja, genau da, wo steht, hier nicht. Geil. Wo bist du? Ich lauf von der. Ich lauf einfach hinterher. Ja. Tionda heißt das. T-J. Tionda. Da ist ein Bär. Bär. Ich lauf Tionda. Tionda, da ist ein Bär. Das ist ein Bär. Bär, Bär, Bär. Da. Wirklich ein Bär? Ja, da. Bär. Schläft aber. Bär. Was hat ja Bubu? 4. Nein. 6. Ja. Er macht aber Hayabubu. Hallo. Oh, jetzt habt ihr Macht gemacht. Ey, der ist ein bisschen groß. Der ist größer als die anderen, oder? Kann sein. Hä? Alter. Hallo, geh zu den anderen. Nein! Au! Nein, geh weg! Mann! Ich bin fast tot! Nein, Koch, komm! Ich will nicht schon wieder sterben. Was soll das? Nein! Ach komm! Warum? Aber wie oft soll ich ihm denn noch im Arsch schießen, dass er stirbt? Hilfe, ich habe keine Munition. Au, ich bin tot. Nein, bist doch. Du nicht. Doch. Der hält viel zu viel aus. Schön. Gerdi? Ja, ich bin dabei. Nein! Hi. Okay, diese Insel verlangt uns einiges ab, wenn ich das jetzt mal so sagen möchte. Wir haben kein Material mehr. Wir haben eigentlich gar nichts mehr. Das Ding ist, jetzt müssten wir uns im Prinzip entscheiden, wer von uns sich wiederbelebt, zurückkommt, einen abholen, wieder zurückläuft, den anderen abholen. Oh, Alter. Okay, Leute, sagt was. Was machen wir? Ahnung. Ich mach das. Ich komme zurück. Okay. Blieb sie also wieder. Also müssen wir derweil das Publikum unterhalten. Also, was machen wir denn mal? Sag mal was, Tobi. Fällt gar nicht ein. Weiß auch nichts. Womit kann man das Publikum unterhalten? Ich sehe hier gerade. Donald Trump.
Ein schönes Thema, ja. Wie findet ihr Donald? Wer ist das? Der Spaß. Okay, ist klar. Also keine politischen Themen. Was haben wir sonst noch so? New World, genau. Auf New World habe ich richtig Bock. Also ich bin ja ein alter WoW-Player. Ich habe auch den Kanda zum Beispiel, habe ich über WoW kennengelernt. Über Andi. Mit Andi war ich zusammen bei den Pfadfindern. Da möge man drüber denken, was man möchte, aber Pfadfinder in Deutschland haben mit den Pfadfindern von Fähnlein Fieselschweif, was ja so viele kennen, nichts zu tun. Also diese 1000 Aufnäher-Badges, ich kann Feuer rufen und ähnliche Dinge, dafür kriegt man keinen Aufnäher, nein. Pfadfinder fand ich, war mit einer der geilsten Sachen, die mir in meinem Leben passiert sind, so, weil wir echt viel... Ich habe viele Länder bereist mit den Pfadfindern zusammen und ich habe unheimlich viel gelernt bei den Pfadfindern. Da zum Beispiel Halstücher, rot, grün und blau, die man in verschiedenen Altersstufen erwerben kann und man muss dafür Prüfungen machen. Und das geht dann halt letzten Endes um Knoten, Bünde, Umgang mit Werkzeug, Karte Kompass, Erste Hilfe und so weiter und so fort. Also man lernt dabei so richtig was. Das fand ich schon richtig cool und man lernt auch die Unabhängigkeit vom Elternhaus, weil man dann auch mal gern auf Hike ist, so nennt sich das. Das heißt, eine Woche... Also, wenn du nicht high bist. Seid ihr denn gestorben jetzt? Beim Bären. Ja. Wie du da wieder hinfindest, kann ich dir ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Natürlich jetzt auch keine Waffen? Nein. Die hast du nicht. Keine Waffe. Mhm. Das Ding ist, wenn wir aufgeben und wiederbeleben, können wir eigentlich direkt aufgeben. Und weiterfahren, so, weil wir haben überhaupt kein Metall, wir haben gar nichts. Leider. Voll. Stimmt, Jenner, du darfst auf jeden Fall nicht aufgeben. Du hast nämlich die ganzen Bienen. Oh, ja, scheiße. Also, Gerdi, du müsstest auf jeden Fall mich retten, wenn es geht. Ja. Wenn es geht, ja, fühl dich ganz entspannt. Tief durchatmen. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Dann ist es halt so. Dann versuche ich es nochmal. Dann gab ich Gerdi nochmal auf. So, also ich bin jetzt hier beim Schild. Bei dem Bär. Nee, bei den Richtungsschildern. Achso. Okay, ich glaube... Glaube ich, rauf, ne? Rechts. Eine Notiz. Wuhu! Woher? Noch eine neue Notiz. Woher? Gerdi, was haben wir? Das ist der Bär, der liest unsere Notizen. Nein! Noch eine neue Notiz. Wow! Noch eine neue Notiz. Wow! Du bist tot, du bist tot, du bist noch toter, du bist sowieso was von tot. Tiny Little Murderer. Ja. Aha. Gerdi hat also was getan. Noch eine neue Notiz. Gerdi, was tust du da ohne uns? So, ja, wo seid ihr denn? Ich suche. Sie postet uns gerade mit Post-its voll. So nach dem Motto, du Arsch, du Drecksack, du Penner. Neue Notiz hinzugefügt, Arsch. Neue Notiz hinzugefügt, Penner. Neue Notiz hinzugefügt. Blöd, Mann. Eine Glühbirne hinzugefügt. Tja, also du müsstest dich tendenziell nach oben bewegen, weil wir nach oben gegangen sind in irgendeiner Form. Ja, das ist schwer. Ich glaube, das können wir knicken, Leute. Ja, so. Wenn Tobi sich halt aufgibt, weil der hat... Ja, dann, weil Tobi mehr Ahnung hat. Ja, ich habe eine Ahnung, denke ich mal. Eine grobe Ahnung. Okay, dann war das so. Okay, womit unterhalte ich euch weiterhin, damit irgendjemand Bock hat, diese Folge noch zu gucken? Ich kann mir total vorstellen, dass es nicht so richtig Bock macht. Okay, dann gebe ich mal auf. Oder gerne, ich schaff's es noch. Okay, Tobi gibt auf. Nee, ich werde hier vom Bär angegriffen, ich schaff das nicht. Ah ja, okay, alles klar. Dann gehe ich mal auf. Womit unterhalte ich euch sonst noch so? Wo war ich denn gerade? Ach ja, Pfadfinder. Oh nein. Was haben mir die Pfadfinder gegeben? Genau, ich war mit den Pfadfindern alleine... Im Alter zwischen 13 und 18 war ich mit den Pfadfindern in 4 verschiedenen Ländern. Das ist schon mal cool gewesen. Oh, ich komme und rette die Bienen. Mach das.
Ich versuche mich zu retten. Das war schon cool. Also Leute, wenn ihr in der Nähe irgendwie einen Pfadfinder-Verband habt, machen. Fand ich geil. Mhm. Guckt euch den Laden aber an. Warum? Weil nur weil das Pfadfinder sind, sind die nicht pauschal gut. Es gibt auch Pfadfinder, die ziemlich kacke sind. Das ist einfach so. Aha. Warum? Weil es immer ist. Also du kannst auch genauso sagen, du kannst... Oh, Sägeblatt, geil. Wow. Du kannst auch sagen, pass mal auf, Bowlingvereine sind immer geil. Ist gelogen. Es gibt Bowlingvereine, die sind schön. Es gibt Bowlingvereine, die sind scheiße. Und es auch Menschen gibt, die sind nett. Und es gibt Menschen, die sind scheiße. Und das genau, das zieht sich durch alles durch eigentlich. Also du brauchst du überhaupt nicht... Oh Mann, okay, also Health ist bei mir total hinüber. Und obwohl ich tot bin, geht mein Essen und Trinken weiter runter. Ja, ich weiß. Was? Ja, ich weiß. Also ich verdurste gerade, obwohl ich tot bin. Läuft. Ja, ich weiß. Ich war komplett down. So, ich stelle die Frage mal so in den Raum. Ich weiß, das Thema ist kontrovers, aber was haltet ihr von Star Citizen? Mit dem Spiel habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich auch nicht. Wisst ihr denn, was das ist? Das ist, glaube ich, irgendwas mit Weltraum, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Alter, das ist irgendwas mit Weltraum. Auf jeden. Das ist irgendwas mit Weltraum. Läuft. Ja, deshalb kontrovers, weil finanziert über Crowdfunding Star Citizen seit... Keine Ahnung, müsste ich jetzt lügen. 7, 8, vielleicht sogar 10 Jahren in der Entwicklung? Ich wollte gerade sagen, ist das nicht das Spiel, was das als Ewigkeiten in der Entwicklung ist? Ja, richtig. Das ist in Teilen sogar schon spielbar. Man kann für zwischen 40 und 5.000 Euro, glaube ich, irgendwelche Starter-Packs kaufen. Wo man dann irgendwelche Raumschiffe und ähnliche Dinge bekommt. Das Spiel wirkt schon sehr kompetent. Ich war mal eine Weile lang beim Crash Core. Das ist eine deutsche Community oder eine deutsche Vereinigung, die halt dieses Crash Core gegründet hat bei Star Citizen. Und ich habe mich da mal mit der Steuerung auseinandergesetzt und jemand bewegt mich, geil. Was ich revolutionär finde eigentlich, ich weiß nicht, ob Elite Dangerous das auch schon so abgebildet hat im Weltraum. Im Weltraum ist es ja letzten Endes so, ein Körper bewegt sich in eine Richtung, in die du ihn beschleunigst und danach kannst du den Körper drehen, wie du lustig bist, wenn du Manöverdüsen hast. Das heißt, du bewegst sozusagen einen Space Shuttle Richtung Nase, also nach vorne. Und wenn du den Speed erstmal drauf hast, kannst du mit Manöverdüsen diese Space Shuttle in jede beliebige Richtung drehen, aber es fliegt immer noch in die Richtung weiter, die du vorgegeben hast. Und das geht bei Star Citizen auch. Mit den Raumschiffen. So, das habe ich das erste Mal gesehen und das ist mir erst mal eingeleuchtet, als ich Babylon 5 gesehen habe. Da machen die das nämlich auch. Das heißt, so ein Raumjäger beschleunigt in eine Richtung, wird von hinten angegriffen, dreht sich im Flug um. Hi, Gally. Und hey, feuert komm. Zurück. Sehr geil. Aber muss euch nicht interessieren. Könnt ihr ruhig drüber wegreden. Das ist alles. Sehr interessant. Ich finde das persönlich sehr interessant, weil mit Physik und so, das finde ich schon sehr cool. Aber das Spiel an sich ist halt nicht fertig. Nicht mal im Ansatz. Und man kann viel Geld dafür ausgeben. Also Tobi, wenn du Pause. Jonna weggepackt hast, glaube ich, kannst du mich gleich holen. Verdurste nämlich gerade. Da ist er wieder, der Lude. Schaff ich's noch. Bitte lass mich auf den Waff stellen. Okay, danke. Geil. Ich falle genau durchs Loch.
Los, gib mir Bienchen. Gib mir Bienchen. Er war alles geopfert für die Bienen. Da hasse. Geil. Ja, ja. Alles geopfert für die Bienen. Die doch, kleinen stacheligen Kameraden. Erfuschen. Erfuschen. Yay, Beehive. Ja, Achievement Reach by Tobias. Was? Nur darum hast du das gemacht? Ja, die Folge ist streng genommen auch für heute zu Ende. Ja, das meine ich aber nicht. Was hast du? Für Beehive brauchen wir 15 Bee-Jars. Nee, das ging aber schnell. Also diese eine Wolke, die ich da abgefangen habe, waren 4. Ja, es war eine. Ja. Hast du noch mehr Wolken gefunden oder ja. So? Das wird schon, das wird schon. Okay, Leute, das tut uns total leid, dass es ein bisschen complicated war, diese Folge. Und wir ein bisschen verkackt haben und wir ein bisschen scheiße sind. Das liegt hauptsächlich an, warte, an, das liegt an, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall nicht an mir, so. Dafür haben wir hier aber jede Menge Eier. Genau. Auweia, auweia, der Hahn legt keine Eier. So. Ja, ja, ja. Das hat hier das tolle Schild, das ich hier aufgestellt habe, da hat noch keiner was zu gesagt. Nicht total. Was für ein Schild? Total Panne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Schild. Das habe ich vor 3 Folgen aufgestellt oder so und ich dachte so, da lachen sie alle. Vögelei. Keiner hat was gesagt. Ich gerade gesagt, Vögelei. Ernsthaft. Da steht Vögelei. Oh. Ja, gut, okay. Da steht Vögelei. Ja, da Vögelei, danke. Ja, guck, so. Da steht Vögelei. Ja, 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 ja. Ja. Okay, schade. Ja, das, die Folge hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen actionreicher vorgestellt. War leider nicht so. Ich hoffe, wir konnten euch trotzdem irgendwie unterhalten. Jo. Berühmte letzte Worte? Ja. Es tut uns leid, dass wir gestorben sind. Tut uns leid, gestorben. Das nächste Mal sterben wir zu einem günstigeren Zeitpunkt. Ja. Ja, schön. Alles klar. Güdi, güdi. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ja, bis dann. Oder? Tut uns das wirklich leid? Ich weiß es gar nicht. Tut uns das leid? Lass mal darüber überlegen. Tut uns das leid? Hm. Okay, alles klar.